Die Margaretenhöhe in Essen, oder Maggihöhe, wie sie auch liebevoll genannt wird, zählt zu den schönsten Gartenstätten überhaupt. Das pittoreske Dorf mitten in der Stadt ist ein Paradebeispiel Krupp'schen Wohnungsbaus, dank ihrer Stifterin Margarete Krupp, die ab 1906 anlässlich der Hochzeit ihrer Tochter Bertha das Projekt startete. Leben im Grünen, mit Gärten zur Selbstversorgung, nicht nur für Angestellte und Mitarbeiter des Krupp-Konzerns, war die Vision, die in der Zeit von 1909 bis 1938 29 Bauabschnitte durch den Architekten und Stadtplaner Georg Metzendorf entstehen ließ. Ähnlich, aber einzigartig. Der Baustil war revolutionär und bot Platz für modernste Einrichtungen. Damals wie heute, Lebensqualität pur, und das versprechen sogar die Straßennamen, wie Daheim, Trautesheim, Sonnenblick oder Schön gelegen.